großer Sport am 1. Mai-Wochenende im Werner-Seelenbinder-Sportpark in Neukölln. Hier fanden nämlich die Gruppenmeisterschaften Ost im Jiu-Jitsu statt. Also Kämpferinnen und Kämpfer aus Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen nahmen an dieser Veranstaltung teil und in ganz verschiedenen Altersklassen, U15, U18, U21 bis zu den Senioren. Alle kämpfen um die Meistertitel in ihren Alterskategorien und Gewichtsklassen. Ich finde die Atmosphäre klasse. Also ist ja sehr viel los. Auch mit 180 Wettkämpfern ist das echt klasse. Ich möchte mich hier gut verkaufen und auch meinem kleinen Sohn hier einfach zeigen, dass man mit dem Sport viel Spaß haben kann, auch lange noch. Der macht selber Judo und so haben wir alle zusammen Spaß. Es wurde nicht im K.O.-Modus gegeneinander gekämpft, sondern in einem Pool, in einer Gruppe, jeder gegen jeden. Die Atmosphäre großartig, die Veranstaltung bestens organisiert, entsprechend hochwertig, entsprechend klasse. Auch der Sport, die Darbietungen auf drei Matten und jeder hatte da natürlich seine ganz eigenen Ziele. Das wäre schön, wenn ich den zweiten schaffen würde, da muss ich mich aber noch ein bisschen anstrengen. Ansonsten starte ich in 4 Wochen bei der Europameisterschaft Ü35 für über 35-Jährige und da ist mein großes Ziel, eine Platzierung zu machen dann. Und Zweiter ist er dann auch geworden, also herzlichen Glückwunsch an Alexander Tirpitz, aber einer war eben noch besser, Tom Kornblum aus Sachsen-Anhalt. Auch ein bisschen Vorbereitung für mich, zu sehen, wo stehe ich im Training und wo kann ich mich noch verbessern. Und ich glaube, mit einem ersten Platz kann man da ganz zufrieden sein. Eine wirklich gelungene Veranstaltung hier im Werner-Seelenbinder Sportpark in Neukölln. Die Frauen, Männer und Jugendliche teilen ja nicht nur die gleiche Leidenschaft für Jiu-Jitsu, sondern sie hatten auch alle ein Ziel, und zwar meine ersten 4 Plätze zu belegen. Und allen, die es geschafft haben, wünschen wir viel Erfolg, denn sie dürfen nun zu den deutschen Meisterschaften fahren.